Ja, schön, dass du wieder da bist. Ganz herzlich willkommen heute zum Thema wieder mal Frauengeschichten. Ich habe heute zwei wunderbare Frauen, die ich schon ja über längere Zeit kenne und euch einfach gesagt habe, wir müssen heute mal rausgehen, weil beide haben eine so wunderbare Geschichte, die wir einfach mit euch teilen wollen, euch inspirieren und Mut machen wollen. Und ich begrüße ganz herzlich Marita Elbertshagen und Bea Popp. Ganz herzlich willkommen, ihr beiden. Hallo, Hallo Amanda. Schön, zusammen. dass wir hier zusammen sind. Ja, starten wir vielleicht mal mit der Marita. Wir kennen uns schon sehr, sehr lange, liebe Marita. Erzähl uns doch vielleicht mal ganz kurz, wer bist du so privat? Ja, und wie kam es zu dem, was du heute beruflich machst? Ja, ich bin. Mein Name ist Marita Elbertshagen, ich bin 69 Jahre, bin verheiratet und habe zwei erwachsene Söhne. Der eine 31, der andere ist fast 29. Das zeigt, dass ich sehr spät Mutter geworden bin, in frühen Jahren viel im Ausland war. Da habe ich so gelebt, wie du heute lebst. Nicht ganz so ein Nomadenleben vielleicht, aber ich war beruflich in Spanien und in Südamerika. Ja, aber dieses Muttersein, Familie zu haben, das war immer mein ganz, ganz großer Wunsch und mein Ziel. Ja, und dann war das auch das erste Kind, also für mich die Erfüllung. Und mein zweiter Sohn, der Julian, ist dann aber mit einer sehr schweren, also mit sehr krank zur Welt gekommen, mit der Diagnose Hydrocephalus, das heißt Wasserkopf. Und die Prognosen waren entsprechend, ja, er wird geistig behindert sein und er hat eine massive Gehirnschädigung oder fast gar kein Gehirn, das vorhanden ist. Und ich muss mit dem schwersten Pflegefall rechnen. Das hat mich im ersten Moment schon ein bisschen umgehauen und Worte machen ja immer etwas aus. Aber im Nachhinein betrachtet habe ich das Gefühl, ich hatte so eine Gummiwand und da prallte das dann ab und dahinter war ein ganz, ganz großes Löwenmutterherz. Und dann habe ich mir gedacht, das wollen wir mal sehen. Und da habe ich alles in Bewegung gesetzt, was eben zwischen Himmel und Erde gab und habe mich da auch sehr viel mit alternativer Medizin befasst und auf diesem Weg auch dich kennengelernt, Amata. Da war allerdings unser Sohn schon damals 15, hat sich toll entwickelt, war gerade dabei, in einer Wirtschaftsschule die mittlere Reife zu machen und hat da sehr schwer, vielleicht auch durch diesen Stress, Epilepsie bekommen. Und das war damals so diese große Herausforderung mit vielen epileptischen Anfällen am Tag. Ja, und irgendwo habe ich ihn auch losgelassen und ihm ermöglicht, dass er sein Leben lebt, weil das war sein ganz großer Wunsch. Wir haben ihn natürlich, mein Mann und ich, sehr viel behütet. Und da bin ich aber dann in ein großes Loch gefallen, weil ich gemerkt habe, ich habe die ganze Zeit wirklich meinen Fokus hatte ich auf mein Kind, auf die Gesundheit meines Kindes und ich habe mich gar nicht mehr gespürt. Ah ja, da bin ich jetzt auch ein bisschen, ja, berührt. Weil ich habe dann eine Wut bekommen. Ich bin erstmal krank geworden. Ich hatte all die Wehwehchen, die vielleicht schon, die ich verdrängt habe, kamen mit Bandscheiben. Meine chronische Sinusitis wurde immer noch schlimmer. Und Depression. Und ich bin in ein Riesenloch gefallen. Ja, warum? Weil ich eigentlich keine Perspektive für mich persönlich sah. Und weil mich die Abhängigkeit dann, wo ich wieder Luft geschnappt habe, diese finanzielle Abhängigkeit in der Ehe total gestört hat, weil ich eben früher sehr gut verdient habe. Ja, und da habe ich mich dann rausgerappelt und auch mit deiner Unterstützung, mit deiner Hilfe, dass ich eben dieses Business kennengelernt habe, Network Marketing, und das erste Mal auch so erlebt habe, dass ich Anerkennung und Wertschätzung erfahren habe, auch für kleine Erfolge. Und das kennt man im normalen Berufsleben ja gar nicht. Und da wollte ich auch nicht mehr zurück, sondern ich habe gemerkt, da ist eine Möglichkeit, um was aufzubauen. Und da habe ich auch die Flexibilität, dass ich immer noch für die Therapien und für die Arztbesuche einfach dann auch da sein kann. Ja, also das war so meine Geschichte, das war eine große Wende in meinem Leben und so ein Licht im Tunnel und dachte, wow, das ist eine Möglichkeit für mich, nochmal durchzustarten. Ja,
Was sich dann verändert und verwandelt hat, da kommen wir sicher noch gleich drauf, denn das interessiert uns natürlich auch. Und vor allem, was du heute für... Die Bea hat auch, wenn man so will, ein Mama-Business. Nicht nur einen Sohn, sondern vier. Und ich freue mich ganz besonders, dass du heute auch da bist. Liebe Bea, erzähl mal kurz von dir. Wer bist du so privat und wie kamst du zu deinem Business? Ja, hallo ihr Lieben. Ich bin die Bea, Bea Pop. Und ich bin, ja, wie du schon gesagt hast, hauptberuflich Mama von vier Kindern. Die sind vier, der Kleinste ist 2 und der Größte ist 10. Dann haben wir noch 2 Mädels mit 3 und 5. Und genau, mein eigentlicher gelernter Beruf ist Physiotherapeutin. Und ich kenne das alles seit 3 Jahren, was ich mache, weil es mir dadurch einfach auch damals aus einem Riesenloch geholfen hat. Also nach meinem ersten Kind war ich lange, lange erschöpft und habe so gemerkt, wie viel Energie das auch ziehen kann. Ja. Auch wenn man versucht, sich bewusst gesund zu ernähren, aber es hat einfach nicht ausgereicht. Und erst in meiner 3. Stillzeit bin ich quasi in Berührung gekommen und habe gemerkt, was mir das für eine Lebensqualität zurückgibt. Und ich arbeite jetzt wieder auch in der Praxis. Also ich kann alles kombinieren und das gefällt mir sehr gut, weil ich dadurch einfach selbstbestimmt bin. Also ich kann zum einen mich auf mich aufpassen, mich behüten, aber ich kann es auch weitergeben in der Therapie. Und ich sehe auch den Bedarf, ne? Also es ist einfach ultra notwendig. Im Grunde, genau, du siehst, alles gut. Weil im Grunde eben ein jeder sollte es erfahren, um einfach in dieser Lebensqualität leben zu können und in dieser Leichtigkeit. Und man merkt, so viele sind in diesem Hamsterrädchen am Funktionieren und schauen überhaupt, vergessen sich selber dabei. Das finde ich so erschreckend. Ja, und dieses selbstbestimmte Leben ist sowas Wertvolles, selber entscheiden zu können, was steht jetzt an, ob jetzt, wie gesagt, Familie oder mache ich in dem gelernten Beruf, den ich liebe, weiter oder was auch immer. Und das ist so schön. Liebe Bea, auf dem Weg jetzt zu deinem Business, gab es denn da auch Herausforderungen? Und wenn ja, wie bist du damit umgegangen? Also klar ist es ja erstmal ein finanzieller Aspekt, ne? Wenn man im Grunde, ich bin seit 6 Jahren jetzt zu Hause, ne? Arbeite nebenberuflich auf, wie es Tatsache ist, 450 Euro Basis. Und für mich, ich bin halt auch so ein Freigeist, für mich ist das so dieser Weg gewesen in diese Richtung, ohne dass ich wusste, ich muss jetzt mir irgendwo eine Räumlichkeit kaufen oder mir Geld aufnehmen oder irgendwann eine Mitarbeiter zahlen. Ne? Das geht alles ja nebenher und das finde ich so das Angenehme, ne, mit einem kleinen Invest. Natürlich, ne? Das kostet Geld, aber ich investiere es ja in mich, in meine Lebensqualität. Das finde ich so klasse und ich habe erst mal gemerkt, wie es mir ja auch damit geht. Und ich dachte, ich bin ja vorher so öko und gesund und mache eh alles selber und koche frisch. Aber das ist halt einfach ein Wahnsinnsunterschied. Und eben, ich bin in diesem körperbewussten Wahrnehmen sehr, sehr gut. Und da spürt man das natürlich dann eher. Nochmal mehr. Eben, das Finanzielle war nicht einfach, aber ich sag mal, wenn es jemand wie ich mit einer Elternzeit, Elterngeld, Geschichte, das war halt so meine Priorität. Ne? Das war einfach, also ich lebe das auch so nach außen. Also ich glaube, ein wichtiger Punkt, den du ansprichst, Bea, ich glaube, es gibt für jeden irgendwelche Herausforderungen. Und egal, was zu starten ist, es gilt immer erstmal auch in sich selber zu investieren und auch ins Business zu investieren. Wobei in deinem Fall, wie du ja sagst, das sehr, sehr gering ist im Vergleich zu dem, wenn du eine Physiotherapiepraxis aufgemacht hättest. Ja, ist ganz eine andere Hausnummer. Was allerdings dadurch sich ermöglicht und was sich entwickelt, das ist einfach genial. Was ist denn das Wertvollste für dich, was hat sich verändert durch dein Business jetzt für dich und für dein Leben? Also ich selber habe für mich einen Wahnsinns-Persönlichkeitsschritt gemacht. Also ich fühle mich einfach auf meinem Weg, wo ich vorher erst so noch so
ich will da eigentlich gar nicht sein, so diesen abhängigen, funktionierenden Rädern. Und das lässt mich jetzt so meine Träume fahren. Also ich weiß, in welche Richtung es geht, ganz klar. Natürlich habe ich 4 lebende Beispiele noch dafür, aber ich habe ja noch mehr Antennen. Ne? Also das, ja, und das lässt halt verwirklichen, wenn dann solche Krisen sind wie aktuell und man hat dann einfach so ein passives, stabiles Zuckerle, was jetzt im Grunde fast das Dreifache ist, was ich ja so als Nebenjob mache, weißt du, wie ich meine? Und dann ist es ja total, soll es sich nicht am Geld hängen, aber es gibt halt auch eine unglaubliche Sicherheit. Ja, ja, natürlich. Und, ja, und gerade mit 4 Kindern, ja. Ich glaube, es ist auch das Thema Geld ein wichtiger Punkt, weil es einfach auch viel Freiheit schafft und diese Möglichkeit ist, so arbeiten zu können, ein Business, dass es möglich ist mit 4 kleinen Kindern. Denn die brauchen dich ja auch noch ganz viel. Man lernt halt super nette Leute kennen, die zu einem passen. Also man sucht sich da, ne? Man hat dann einfach so dieses Freundschaftliche, aber wir arbeiten ja auch noch zusammen, Ding, das gefällt mir sehr gut. Also es ist nicht so dieses, das ist jetzt mein Chef und ich muss jetzt aufpassen, was ich sage oder keine Ahnung, weiß ich, wie ich meine. Und natürlich das andere ist, ich bin super unabhängig in meinen Kindern zu managen, die sind halt auch krank. Also das finde ich auch ein Riesen. Auch ein ganz wichtiger Punkt. Wie du sagst, Marita, ne? Das ist da ganz das lieben Dank. Ja, absolut. Marita, wie war es denn bei dir? Gab es bei dir denn auch irgendwelche Herausforderungen? Und wenn ja, wie bist du damit umgegangen? Die größte Herausforderung war ich selber, nämlich meine Zweifel und all das, was mir antriggerte das ist mir alles erst bewusst geworden, aus der Kindheit, nicht zu genügen, nicht gut genug zu sein, es nicht zu schaffen. Und da habe ich am allermeisten jetzt gelernt in meinem Leben, nämlich wirklich zu mir zu finden und zu meinen Fähigkeiten und zu meiner Greatness. Jeder von uns hat eine wahnsinnige Größe, nur das ist immer so zugedeckt und das zu verändern durch meine Glaubenssätze zu verändern, das war eine große Herausforderung. Und dann auch mich in der Beziehung zu behaupten, weil es ist nicht unbedingt bequem für einen Partner, wenn man sich entwickelt. Und da war es natürlich gut, dass ich eben auch keine große Investition tätigen musste, sondern dass ich einfach, dass dieses Business so einfach ist, um das wirklich peu à peu aufzubauen. Und meine Persönlichkeitsentwicklung, muss ich sagen, das ist ein riesen, riesen Geschenk. Und da bin ich unsagbar dankbar. Und darum bin ich jetzt auch, wenn ich in die Zukunft blicke, so froh, ich habe Fitness, ich habe Energie, ich habe Gesundheit und ich habe eine Perspektive und ich falle nicht so in mich zusammen, wie ich das bei vielen Frauen so in meinem Alter erlebe und die denken, es lohnt sich nicht mehr. Es lohnt sich, es gibt noch so, so vieles zu entdecken, zu erleben. In uns und auch außerhalb. Ja. Ich wollte gerne nachfragen, was hat jemand denn davon, wenn er mit dir zusammenarbeitet? Aber ich glaube, das ist das, was man schon spürt, weil du selber sprühst voller Begeisterung, voller Energie und gibst es einfach weiter. Aber was, ich sage jetzt mal, wen unterstützt du ganz genau? Mit wem arbeitest du zusammen? Wem kannst du eine Lösung anbieten? Und was hat der andere davon, wenn er mit dir arbeitet, Marita? Ja, also mir liegen die Frauen in der Lebensmitte sehr am Herzen. Das ist oft so, wo so mit 45, 50, wo so ein Umbruch entsteht, das kann ja wohl nicht alles gewesen sein, weil ich kann das sehr gut nachfühlen, weil es ja mir auch so ging. Und dann erstmal die Träume, die Visionen zu entdecken und auch eine Mission. Ich finde, wir alle brauchen eine Mission. Und meine Mission ist eben, Frauen eine Perspektive zu bieten für ein gesünderes, für ein besseres Leben und auch für ein Leben in Fülle, sowohl auch finanziell, aber auch die Fülle wirklich in allen Zellen zu spüren, in allen Fasern Wohlstand zu haben, nämlich wohl zu stehen und ganz bei sich zu sein. Und das ist eben so man darf das nicht nur reduzieren auf das Materielle, sondern das ist ganz vieles auch hier so innerlich. Und das ist meine Mission, eben Frauen dabei zu unterstützen. Wobei du jetzt gesagt hast, man darf es nicht reduzieren aufs Finanzielle und gleichzeitig hast du heute, das weiß ich, ein weit höheres Einkommen als das, was so
in deine Rente normalerweise reinkommt, ja. Und das ist auch spannend, auch das zu sehen, dass es möglich ist, egal in welchem Alter ein Business zu starten, wo man sich so etwas innerhalb ja, kurzer Zeit an sich aufbaut. Das ist schon auch genial noch. Genau, genau. Also das ist ein Riesenproblem, die Rente. Das habe ich natürlich vor 4 Jahren auch erleben müssen. Mit 825 Euro bin ich gestartet. Und das zeigt ja auch wieder diese Abhängigkeit vom Partnereinkommen, Abhängigkeit von den Sozialsystemen. Mhm. Und das hat bei mir eben auch zu dieser Wut geführt. Aber aus dieser Wut heraus bin ich eben dann auch in Aktionen getreten. Natürlich Missfügungen, Menschen wie dich, die ich kennengelernt habe und diese Business-Chance. Genau das ist es gewesen, wo ich damit belohnt, das sehe ich als Geschenk heute. Und so bin ich natürlich eine total glückliche Rentnerin, weil ich einfach dieses Einkommen habe und das mir vieles das ermöglicht. Vieles mehr ermöglicht. Ganz lieben Dank, Marita. Bea, was ist es so bei dir? Was ist das Geschenk für die Menschen, die mit dir zusammenarbeiten? Was haben sie davon, wenn sie dich kennenlernen und wenn du sie begleitest? Also ich finde auch, Marita, wie du gesagt hast, dieses Wohl zu stehen, das quält mir sehr gut. Also ich merke auch, wie es mir selber geht, wie ich stehe. Ne? Man ist einfach, ob es jetzt vom Partner ist oder von einem Arbeitgeber oder von der Gesellschaft, man ist in der Abhängigkeit. Und das, finde ich, ist eigentlich so in unserem Grundbedürfnis, will ja jeder frei sein und jeder so seinen Weg gehen. Und es ist oft so festgezurrt von den äußeren Dingen. Ne? Also wenn ich jetzt Freundinnen höre, die dann sagen, oh, da muss ich jetzt aber meinen Mann fragen, ob das jetzt okay geht und so. Und da denken wir immer so, hä? Das ist ja dein Ding. Was hat denn jetzt da dein Mann mit zu tun? Ne? Also ich wünsche mir einfach da für jeden so eine Freiheitsentwicklung, wirklich sein Ding zu machen in der partnerschaftlichen Ebene, sich gegenseitig da wachsen lassen zu sehen und diesen Weg, sich gegenseitig zu pushen, das ist ja auch so auch mein Anspruch an Freundschaften, an Beziehungen, an alles. Ne? Das ist eben so dieses, und dann ergibt sich klar eine ganz andere Freiheit und dieses Wohlstehen ist einfach nur wichtig und gesund, in keiner Abhängigkeit zu sein. Ganz lieben Dank, Bea. Ja, ich selber war ja fast 20 Jahre im Kloster. Ich hatte von Business, keine Ahnung. Heute muss ich sagen, ich bin sehr, sehr dankbar für diese Zeit im Kloster, denn es hat für mich die Grundlage auch gegeben und geschaffen für mein Business heute. Und die Kombination, beides verbinden zu können, ist auch was total Wertvolles und ein ganz großes Geschenk. Und ich freue mich so sehr, dass wir, und da haben wir, glaube ich, alle eine gemeinsame Vision und Mission, dass wir hier Menschen inspirieren können, unterstützen können, dass wir wirklich Freiheit leben dürfen, dass sie Fülle in ihr Leben ziehen, dass sie wahren Reichtum leben können. Und das ist eines der größten Geschenke. Zum Schluss noch vielleicht einen Satz. Was magst du unseren Zuschauern, unseren Zuhörern mit auf den Weg geben? Liebe Marita, einen Abschlusssatz von dir für unsere Zuschauer. Einfach die Botschaft an die Frauen, trau dir die Wände zu. Alles das, was du dir im Innersten erträumst, ist da und wartet auf dich, entdeckt zu werden. Trau dich und alles ist da und wartet entdeckt zu werden. Ganz lieben Dank, Marita. Bea, dein letzter Satz, dein letzter Tipp, den du uns mit auf den Weg geben magst. Also ich heiße ja Beate, steht für die Glückliche und das ist schon so mein Motto. Nimm dein Glück in die Hand, weil du musst es dir schon nehmen. Es kommt nicht alleine. Das waren mehr Sätze, aber... Nimm dein Glück in die Hand, so schön. Ich sage ganz, ganz lieben Dank. Ich wünsche euch allen, die ihr zuschaut, zuhört, einen traumhaft schönen Tag, ein glückliches, erfülltes und natürlich freies Leben. Und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Danke.